Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tomb Raider. Wir sind schon weit gekommen. Hier liegen überall Totenköpfe. Und jetzt werden wir vom Wasser irgendwo hingetrieben. Ich weiß es nicht wohin. Wir werden es sehen. Oh. Kaverneneingang. Retten Sie den gefangenen Crew der Indurats. Dann rechnet's. Kommt mir so vor. Ich glaube es schon. Plätschert alles gegen den Bildschirm hier, dass der Bildschirm hier kaputt geht. Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst. Wo sind denn die? Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko! Ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Unseren Bruder getötet. Jetzt töte ich dich. Das ist für Wladimir. Genau. Oh Mann. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sprecht zu uns! Jetzt kommt King Kong. Sieh mich nur an, okay? Nee, es kommt nicht King Kong, es glaube ich, es kommt andere Riese. Sie ist die Reine! Schon bald, meine Brüder! Bald sind wir frei! Bringt sie in den Thronsaal! Dein Kampf ist vorbei! Nur um andere Menschen zu opfern, ist man nicht gleich frei. Oh je, wo sind wir denn jetzt? Prüfen das. Steigen wir runter. Modell freigeschaltet. Hauptmenü Extras. Ist das da oben? Taschenlampe?
Naja. Überall Köpfe und Knochen. Oh je. Gar nicht. Und ein Teich. Oder ein... Nee, eher ein Bach aus Blut. Geothermale Kaverne. Was ist denn Kaverne? Ich kenne Taverne. Aber nicht Kaverne mit K. Die haben eine... Ja, hier ist es wie so ein Blutfluss. Oder ist es Wasser? Muss ich hier lang? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich muss das Gas abstellen. Ich weiß aber nicht, wo das geht. Ich gehe mal nochmal runter. Vielleicht finden wir hier unten noch was. Ich weiß nicht, wie weit es hintergeht, das weiß ich nicht. Das habe ich ja gerade gar nicht ausprobiert. Ne, hier ist Ende, gell? Hier ist Ende, Gelände. Mal gucken, gehe ich nochmal vor, wo ich gerade hergekommen bin. Und dann mal schauen, weil durch, entweder ist das Schwefel oder es ist Gas. Aber durch beides komme ich nicht durch. Das war Gas. Okay, warte mal. Gehe ich mal näher hin. Dann können wir direkt durchhuschen. Ja gut, das war hier. Das war hier vorher zu. Hauptsache Bogenschütze haben wir noch im Feuerzeug, aber die anderen Waffen haben wir nicht mehr. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Was soll man dazu sagen? Ach, hier haben wir auch Speicherpunkt. Ausrüstung. Die Grube. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Schlüsselringabzug. Gemeistert. Ach, hier haben wir doch alles. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot.
Ach, der Krieg gibt's irgendwann mal mehr. Ich will mich mal umziehen. Jäger, Piloten, Guerilla, Bergsteigerin nehmen wir mal. Passt ja gerade. Ja gut, wir sind dreckig im Gesicht, deswegen. Und da ist... Das ist schrecklich. Bleibt sich eigentlich egal, ob der Typ durch Dings, durch die Leute hier gestorben ist oder ob wir den jetzt umgebracht haben. Weil er könnte ja auch durch die Explosion gestorben sein. Einen haben wir umgebracht, ja. Ein Geocaches, 1,5, ja. Bei dem einen konnten wir 15 Stück finden. 15, wir haben 2 Stück gefunden. Hier haben wir erstmal einen. Und ich sag mal so, wenn ich sie finde, dann finde ich sowas. Aber wenn nicht, dann... Nicht. Ja, ich muss den abschießen, sonst müssen wir durch das Gas gehen und dann würde ich halt ersticken. Das ist egal, ob mit denen was tun, sind da hinter Gittern. Da haben wir noch einen Geocache. Kleine Wichte müssen einem ja auch leid tun. Die können ja gar nichts, überhaupt. Mein Wunder, dass noch nicht alles hochgegangen ist. Vielleicht müssen wir die Öffnung in der Grube wieder verschließen. Das Lose ist, überlassen wir für nächsten Schicht. Psst. Hey, lasst euch nicht so lange Zeit. Ich will weiterspielen. Ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden? Was war das? Ich sehe mir das mal an. Okay, ich muss mich wehren. Bei den Munition, die wir haben hier. Oh Mann! Luther, nein! Oh.
Aua! Mann, jetzt habe ich keine Munition mehr. Okay, ich werde da schnell jetzt rumgehen und mich leise verhalten, also rumschleichen. Weil man kann die... Hey, lasst euch nicht zu lange Zeit. Ich will weiterspielen. Ja, ja, ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Weil, man kann an denen vorbeikommen, wenn sie halt unten weitergehen und ohne dass, dass wir entdeckt werden. Es war schwierig. Ganz ruhig, du verlierst sowieso. Doch schön. Mann! Scheiße. Das ist schwieriger als gedacht. Naja, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.